Ein freundliches Hallo in die Runde. Es ist mir eine Freude, Ihnen meinen neuen Taschenguide vom Haufe Verlag vorstellen zu dürfen. Der Taschenguide heißt Ihre Finanzen fest im Griff, erfolgreiche Geldanlage und Vorsorge in der Nullzinswelt. Für wen ist es geschrieben? Sie sind genau richtig, wenn Sie neben dem Thema Geldanlage und Vorsorge noch ein paar andere Themen im Leben haben. Zum Beispiel Ihre Woche ziemlich gut ausgefüllt ist mit Terminen und Pflichten und Sie vielleicht dann sogar noch ein paar andere Hobbys haben. Und Sie wollen durch den Finanzdschungel schnell mit wenig Aufwand durchgeführt werden, ohne dass Sie eben ganz, ganz in die Tiefe einsteigen müssen. In der Nullzinswelt sind die Deutschen besonders verunsichert aufgrund widersprüchlicher Informationen, unterschiedlicher Erwartungen. Und das führt zu der Tatsache, dass wir Deutschen etwa 2,5 Millionen Euro völlig unverzinslich rumliegen lassen. Auf Sparkonten, Girokonten, Geldmarktkonten und so weiter. Der Taschenguide will Ihnen helfen, das zu ändern und mit sehr geringem Aufwand und in kleiner Zeit schnell zu konstruktiven Entscheidungen zu kommen. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja, und was erwartet mich da von den Inhalten her? Es gibt 5 Kapitel, nämlich ich stelle zunächst mal ganz prägnant die Nullzinswelt vor, zeige dann auch, dass es den Finanzdienstleistern in der auch nicht so gut geht und dass es eben ganz gewaltige Interessenkonflikte gibt zwischen dem, was Sie als privater Anleger brauchen können und den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsindustrie, den Vermittlern und Verkäufern. Im zweiten Kapitel zeige ich dann, welche Produkte Sie in der Nullzinswelt ganz sicher nicht mehr brauchen. Also Dinge, mit denen Sie eigentlich schon vorhersehbar Geld verlieren werden, also rückwärts sparen. Das dritte Kapitel zeigt positiv, mit welchen Produkten können Sie auch in der Nullzinswelt noch vorwärts sparen und nicht rückwärts sparen, also dürfen Sie noch eine reale Rendite erwarten. Die sind übersichtlich und prägnant geschildert und es wird Ihnen erläutert, worauf Sie achten müssen. Im vierten Kapitel gehe ich auf die sogenannte Anlagepsychologie oder Anlegerpsychologie ein. Das heißt, ich erläutere Ihnen ganz flott und prägnant die schlimmsten Fallen, die uns normalen Anlegern typischerweise unterlaufen beim Geldanlegen. Weil wir fürchten uns einfach vor den falschen Risiken und wir verlieren bares Geld, wir verlieren Rendite durch diese ganz typischen Anlagefehler. Und schließlich gebe ich im fünften Teil ganz konkrete Handreichungen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für unterschiedliche Bedürfnisse, Einmalanlagen, regelmäßige Anlagen und verschiedene Wechselfälle des finanziellen Lebens. Wenn Sie jetzt Lust darauf bekommen haben, mehr über mich oder meine Informationsangebote zu erfahren, haben Sie folgende Optionen. Das ist zum einen der Hartmut Walz Finanzblog, den Sie genau mit dieser Wortfolge auch im Internet sofort finden werden. Dort stoßen Sie auf neutrale Informationen, anbieterunabhängig und ohne irgendwelche Werbung oder Affiliate-Links, denn mich zahlt der Steuerzahler. Eine zweite Möglichkeit wären Lehrvideos, YouTube-Kanal Hartmut Walz. Da werden Sie auch fündig zu unterschiedlichsten Themen rund um Geldanlage und Vorsorge. Und schließlich gibt es 2 Internetseiten, die Seite hartmutwalz.de und die Seite schließlich ist es Ihr Geld, denn es ist ja wirklich Ihr Geld. Und auch da werden Sie reiche Informationen finden. Und es gibt 2 Bücher, beide im Haufe Verlag erschienen. Das eine heißt Einfach genial entscheiden. Da haben Sie eine sehr schöne Information über typische Entscheidungsfallen und Mechanismen, was uns so im Bereich der Verhaltenspsychologie unterläuft. Also eine tolle Möglichkeit, um Geld zu sparen, Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und wenn Sie sich in der Finanzwelt und mit privaten Geldanlagen doch vertiefter beschäftigen möchten, finden Sie auch da ein sehr schönes Buch. Das heißt einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Und daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir uns auch persönlich bei einem der Live-Auftritte sehen. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen auch persönlich mal die Hand zu schütteln. Alles Gute für Sie und Ihre Geld- und Vorsorgeentscheidung, Ihr Hartmut Walz.